So, da bin ich wieder und ihr habt eine Menge verpasst. Ich habe jetzt noch 3 Folgen aufgenommen, wo ich eigentlich nur im Kreis gelaufen bin und jede Kombination von Hebel und was ich ausprobiert habe. Die habe ich jetzt aber rausgeschnitten, weil mir das zu affig war, 3 Folgen hochzuladen, wo ich eigentlich nichts mache. Ich habe rausgefunden, woran es liegt. Und zwar fehlt da unten ein Stein. Ja, ich weiß nicht wirklich warum, aber wenn man unten auch einen Stein rauflegt, dann kommt man hier in den östlichen Bereich. Das heißt, wir laufen jetzt kurz darunter, schmeißen da einen Stein rauf und dann geht's hoffentlich in den östlichen Bereich. Also ich weiß, es geht in den östlichen Bereich, ich habe es nur nicht abgefilmt. Aber sowas finde ich richtig ärgerlich. Also es gab einen Hinweis mit dem halben Tag. Deswegen hatte ich ja auf 12 Uhr den ersten Stein gelegt, den wir, glaube ich, auch wieder rauflegen müssen. Aber warum wir jetzt auf 6 Uhr noch einlegen müssen, das weiß ich echt nicht. So. Jetzt gehen wir zurück zum Hauptraum. Und dann müssten wir endlich hier durch können. Seht ihr? Das ist doch echt albern. Aber na gut. Den Wurm da töten wir erstmal nicht. Gucken wir, was er zu sagen hat. Nur in der Reinheit, welche der Kelch gibt, darf sich ein sterbliches Wesen dem Herzen von Tempest nähern. Den Kelch haben wir. Wow. Heilung. Der Zauber versagt hier. Natürlich. Wir sind ja... Och nö. Also, wir sind wieder hier. Wir müssen jetzt nochmal den Stein drücken. Ja, dieses unsichtbare Labyrinth geht mir langsam richtig auf den Deckel. Hier können wir nicht durch. Ich muss auch nach Süden. Ja, hier lang. Und ich werde gleich vor dem Wurm noch so ein Weibernblut schlucken, dass wir unsterblich sind für eine Weile. Ich denke mal, das wird nicht der einzige Wurm gewesen sein, also passt das dann auch schon. So, Stein hier drauf. Stein hier drauf. Und wieder durch diese schlangenförmige Windung durch den Teleporter. Zurück zum Hauptraum. Und wir können durch. Gut. Also, wo ist unser Weibernblut? In dem Sack mit magischen Gegenständen, den wir auch noch holen sollten. Denn da sind halt alle unsere magischen Gegenstände drin und die brauchen wir garantiert, wenn wir gegen den Kriegsherrn kämpfen wollen. Also von wollen kann keine Rede sein. Eigentlich würde ich auch ganz gerne an ihm vorbeigehen und die Schicksalsschlacke einfach in den Vulkan schmeißen. Wenn es denn wirklich ein Vulkan ist. Wir haben ja immer nur dieses Licht gesehen. So, da ist unser Beutel. Zack. Du kommst mit. Die hätten ruhig alle Wände wegmachen können, nachdem wir alle Rätsel gelöst haben. Aber gut, also hier geht's nicht lang. Da geht's auch nicht rum. Hier geht's durch. So, jetzt will ich mein Weibernblut trinken. Zack. Schild in die Hand und töten. Na komm. Aber diese Tränke sind echt super. Was sagst du? Nur in der Reinheit. Ja, der Kelch. Die müssen wir wahrscheinlich dann hier reindrücken. Kelch. Zack. Okay. Neuer Dungeon? Fragezeichen.
Wir sind auf der Weltkarte. Ha. Da geht's zurück. Da geht's weiter. Da ist der Amboss der Dämmerung anscheinend. Eine riesige Säule aus Licht. Oh oh. Ja, genau so habe ich mir den Kriegsherrn vorgestellt. Quasi unser Held, nur noch einen Ticken größer. Seid ihr derjenige, der Tempest für sich erobern will? Die Antwort liegt in deiner Stimme und deinen Augen. Du weißt, wer ich bin. Bei den Göttern. Wenn ich so weit gekommen bin, ist es vielleicht möglich. Wer zuerst spricht, hat bereits verloren. Nur Taten bringen Siege. Schließe dich mir an. Erkenne die Wahrheit. Kämpfe an meiner Seite. Ich habe geschworen, euch eure Macht zu entreißen. Natürlich. Und du warst wirklich heldenhaft. Nun schließe dich mir an. Ich habe euch ewige Feindschaft geschworen. Das sind doch nur Worte. Deine Taten zeigen Stärke. Schließe dich mir an. Führe meine Heere. Du bist wahrhaft würdig. Eure List ist wirklich leicht zu durchschauen. Mein Angebot ist ehrlich und wahr. Und das weißt du. Also ich will jetzt nicht aus Versehen ihm beitreten. Ich habe die Unheilsschlacke. Was heißt das schon? Ihre Kraft schwindet bereits. Ich herrsche aus eigener Kraft. Also gibt es keine Möglichkeit, euch zu besiegen. Keine. Und nun gib sie mir zurück. Dafür werde ich dich zum General machen. Aber ihr sagtet doch, dass die Unheilsschlacke für euch nutzlos ist. Betrachte es als Geste. Zeige mir deine Loyalität. Und ich gebe dir Macht. Nee. Die Unheilsschlacke wird Macht haben, sonst würde er sie nicht haben wollen. Das hat unser Held schon ganz gut erkannt. Also, nein. Niemals werde ich euch die Unheilsschlacke geben. Alle anderen haben versagt. Ich habe in ihre leblosen Augen gesehen. Du wirst es auch nicht schaffen. Der Magier müsste noch leben, den haben wir noch nicht tot gesehen, oder? Aber trotzdem, wir können Lebewohl sagen. Ich hoffe einfach mal, dass unser Held dann versucht, die Unheilsschlacke samt Truhe in den Lichtstrahl zu schmeißen. Ich werde euch jetzt verlassen, Kriegsherr. Wenn ihr mich aufhalten wollt, müsst ihr schon selbst gegen mich kämpfen. Indem du dich mir nicht angeschlossen hast, hast du bereits versagt. Das kommt zu keinem Kampf. Dann speichere ich mal ganz kurz ab. Ende. Das ist ja komisch. Unheilsschlacke in die Hand. Und gehen wir mal zum Licht zu. Ich wollte eigentlich nicht runterspringen. Vor vielen Monaten zogen 5 tapfere Helden durch ein vertrocknetes Land. Nun ist der Würgegriff des Kriegsherrn schwächer geworden. Welcher unserer Helden mag den Kriegsherrn wohl besiegt haben? Wir wissen es nicht. Wir, deren Welt von ihnen erneuert worden ist, werden ihr Andenken hochhalten. Sie haben alles gegeben, damit wir weiterleben können. Dies wollen wir niemals vergessen. Sehr schön. Das war auch mal ein Heldenende. Also wir sind wohl anscheinend mit der Kiste zusammen in den Lichtstrahl gesprungen, um die Kiste aufzulösen und die Unheilsschlacke, die da drin ist. Und der Kriegsherr hat uns nicht aufgehalten, weil... Ja, weil was? Das macht nicht so wirklich viel Sinn. Also wenn ich der Kriegsherr bin, oder wäre, dann hätte ich versucht, den Helden zu erschlagen.
Na gut. Und wahrscheinlich gibt es noch ein zweites Ende, wenn man sich ihm anschließt. Das könnten wir gleich auch nochmal kurz ausprobieren, so testweise. Wir haben ja vorher abgespeichert. Aber erstmal lasse ich hier die Credits durchrollen. Das haben sich die Leute auf jeden Fall verdient. Zack. So, schön zur Seite. Und während die ganzen Namen darunter rattern, kann ich ein bisschen was über das Spiel erzählen. Also es hat mir tierisch gut gefallen. Vielen Dank nochmal an die Luther für den Tipp. Weil ich kannte das vorher zwar schon, ich hatte es einmal angespielt gehabt, aber das war vor Jahren. Und hatte dann recht schnell die Lust verloren damals, weil ich keine Heiltränke mehr hatte. Ja, aber jetzt war es eine echt super Idee, da mal reinzuschauen. Ich habe das ja auch ziemlich schnell durchgespielt. Wenn man es jetzt mit anderen Let's Plays vergleicht, die ich gemacht habe. Und ja, also was mir nicht ganz so gut gefallen hat, war die Steuerung. Die war teilweise ein bisschen komisch. Oh, was haben wir denn hier? Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Anvil of Dawn gelöst. Gerogon hat 113.984 Punkte erzielt. Spielstand senden an Hall of Heroes, New World Comporting. Okay, man kann anscheinend seine Punkte da irgendwie hinschicken. Aber gut, ich wollte weiterreden. Also was mir nicht ganz so gut gefallen hat, war die Steuerung. Die war teilweise doch ein bisschen ärgerlich. Also dass es alles so verzögert war. Das heißt, du drückst den Knopf und du kannst ja nicht gleich dich weiter bewegen, sondern erstmal kommt diese etwas langsame Animation des Gehens. Und wenn man dann schon mal das nächste drückt, sind zu viele Bewegungsfolgen im Puffer und die werden erst nach und nach abgearbeitet. Egal, ob man sich zwischenzeitlich anders entscheidet, weil irgendwie was aufgegangen ist oder so. Das war schon ein bisschen störend. Aber ansonsten sehr viele interessante Gegner. Die Animationen waren zwar ein bisschen comicartig, aber die haben sich da echt Sachen einfallen lassen, dass die Gegner zu Staub zerfallen, die Skelette noch da sind oder diese Blitzstrahle von oben kommen bei den Dämonen oder Versteinerungen bei diesen komischen Echsenfrauen. Das war alles sehr cool. Also die Dungeons waren super ausgewählt, immer mal wieder was Neues, die Gegnertypen waren cool. Es gab jede Menge Zauber, auch wenn wir davon fast keine benutzt haben. Aber als Magier wäre es bestimmt richtig interessant gewesen und coole Special-Effekte gegeben. Aber das kann man ja beim anderen Playthrough eventuell mal gucken. Obwohl ich momentan nicht so wirklich Lust habe, nochmal anzufangen. Denn jetzt haben wir die meisten Secrets ja im Kopf, das wäre ein bisschen zu schnell. Aber ja, alles in allem ein sehr schönes Spiel. Und jetzt klicke ich mal hier weiter und gucke, was passiert. Wir sind wieder auf dem Hauptbildschirm. Na gut, dann lade ich jetzt mal kurz das Ende und wir schließen uns dem Kriegsherrn mal an und gucken, ob es einen anderen Abspann gibt. Und wir können... Ich habe euch... Das... Mein... Ich habe... Was hat... Keinen dafür... Aber ihr seid... Bitte? Annehmen. Eure Leute kämpfen tapfer für euch. Vielleicht ist es ja wahr. Hier ist die Unheilsschlacke. Und meine Loyalität dazu. Und meine Belohnung folgt so schnell wie dein Verrat an deinen Leuten. Und so endet unser gemeinsames Spiel. Nun begrüße die Dunkelheit. Autsch. Okay, also doch kein alternatives Ende. Böse sein zahlt sich wohl einfach nicht aus. Aber gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr irgendwelche Kritiken und Verbesserungsvorschläge habt, gerne hier posten. Und wir sehen uns in meinem nächsten Projekt. Bye, bye.